Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Nach der Eroberung von Gallien, Ägypten und Spanien trägt Cäsar den Namen Roms bis zu einer Insel namens Britannia. Es ist unglaublich. Ich bin mit den Göttern im Bunde. Ich frage mich, ob wir auf ewig den römischen Legionen widerstehen können. Es gibt eine Dorf, die vollbracht hat diese Heldentat. Kann ich euch Tefax vorstellen? Sehr erfreut. Lasst uns schütteln die Hände. Ach, Obelix. Hurra, wir fahren nach Britannien. Da gibt es ganz frische Römer. Ja, Idefix, wir sind bald wieder zurück. Willkommen in Londinium. Angeblich sollen die Britinnen porthässlich sein, aber die da, na hallo. Sehr hübsch an das schwarze Kleid, steht ja ausgezeichnet. Ich glaube, ich gefall ihr nicht. Dann mach ihr ein kleines Geschenk, das kommt bei Frauen gut an. Wir sind unbemerkt in Land gegangen und haben in einem Fass eine Geheimwaffe. Was soll denn das, Obelix? Man darf ja mal ein bisschen kosten. Nur ein paar kleine Tröpfchen. Wir verpflichten Söldner, am besten Normannen. Angeblich sollen die keine Angst haben. Bande von Hofnarren! Was ist sich denn so als Scharfrichter? Nein, das interessiert mich wirklich. Schließlich hat man selten die Gelegenheit, einen Scharfrichter kennenzulernen. Und wenn, ist es oft das letzte Mal.